alle auf dieses eine Zombie-Schwein. Wo schaut ihr eigentlich hin? Hä, da ist nichts. Bestimmt schon locker 5.000, 6.000. Die haben es komplett auseinandergenommen. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute spawn ich, beziehungsweise teste ich, wie 1000 Plünderer gegen ein Zombieschwein antreten, beziehungsweise kämpfen, ob da irgendwas passiert, wie es passiert, was passiert. Und falls ihr euch fragt, was ein Zombieschwein ist, ich zeige es euch mal. Ey Leute, das Video war, ist komplett, fängt schon mal witzig an, denn... Was? Ja, ich glaube, das da hinten zeigt am besten, wie es angefangen hat. Ich wollte ursprünglich eigentlich machen 1000 Menschen gegen einen Stier. Das Problem ist, das wäre total langweilig. Der greift halt die Menschen können sich nicht wehren und das war's. Und wir wollen ja ein bisschen Fight haben, so eine kleine Fight Night. Und ja, deswegen muss ich gerade hart umdisponieren. Ich habe eigentlich schon angefangen. So verwirrend. Auf jeden Fall habe ich dann das Zombie-Schwein gefunden und ich zeig's euch mal. Es ist nicht sie. Junge, es ist so hässlich. Es ist richtig hässlich. Es heißt Zoglin. Für mich ist Zoglin irgendwie, also ich weiß nicht, optisch ist es einfach ein Zombieschwein. So, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Hier habe ich auch Hexen probiert, aber Hexen machen irgendwie gar nichts. Keine Ahnung, was mit dir los ist. Ja, und die klassischen Plünderer, ich... Lasst uns einfach mal einen kleinen Test starten. Let's go. Haha, hey, wie hoch er ihn schleudert. Im direkten Nahkampf, so wie es aussieht, gewinnt das Schwein. Was aber auch klar ist, denn das Schwein hat ja nur den Nahkampf. Wenn es eh nur im Nahkampf kämpfen kann, dann denke ich mal, will man den Schaden auch so hoch wie möglich machen, wenn der Plünderer schon so hart OP ist mit seinem Bogen, also seiner Armbrust. Ich würde jetzt wissen, wie viel Schaden der jetzt hat, also wie viel Damage der bekommen hat. Wir spawnen jetzt nochmal einen Plünderer und gucken. Ah, okay, dreimal wurde er jetzt schon gehittet, das Zombie-Schwein. Dieses Baby. Ist es noch ein Baby? Ich habe nämlich vorher eben Menschen gespawnt. Ich habe eben vorher Menschen gespawnt und da ist irgendwie, also einen, und da ist halt ein Baby rausgekommen. Keine Ahnung, wie das funktioniert bei einem Menschen. Okay, noch ein Plünderer. Drei Plünderer. Ihr müsst doch mal das Schwein jetzt besiegen, oder? Ah, jetzt aber gleich, oder? Ja, krass, du bist eine Maschine, Zombie-Edgar. Ja, er sieht so creepy aus irgendwie. Naja, hallo? Wieso kommst du mir so nah? Schaut mal sein Bein. Das ist, hallo, das ist so durchsichtig. Oh, bist du ein Magier, oder was? Du Maschine. Du siehst sogar auch ein bisschen wie eine Maschine. jetzt würde ich sagen, einfach mal im direkten Nahkampf. Übrigens, das Kolosseum, das baue ich noch. Keine Sorge, wie ich im vorletzten Video irgendwo so erzählt habe. Will ich ein Kolosseum bauen, so ein kleines. Damit es, glaube ich, einen besseren Fight-Vibe hat irgendwie. Naja, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Deswegen noch in diesem kleinen, erbärmlichen Käfig. 5 Plünderer. Seid ihr ready? Es sind einfach 6. Wow, ich kann nicht zählen. Ja gut, dann setzt 6 Plünderer gegen ein Zombieschwein. Let's go! Oh nein, die treffen sich wieder gegenseitig. Mein Gott, wie hoch ihn schleudert. Direkt zur Sonne, oder was? Ja, das kann er nicht überleben. Er wird so hart beschossen. Oh nein, jetzt wechselt er das Ziel. Nee, er muss erst einen vernichten, bevor er wechselt. Ja, ja, Freunde. Und das war das Zombieschwein. 4 Leben noch. 4 von denen. Das Problem ist, er hat währenddessen sein Ziel geswitcht. Wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er bestimmt noch 2 geholt, denke ich. Aber so ist halt schwierig gewesen. Ein paar Plünderer. Oh mein Gott. Naja, und jetzt aber mal mehr Zombieschweine, weil wir wissen ja jetzt, es reichen wahrscheinlich 4 Plünderer aus, um ein Zombieschwein zu töten. Ja, aber das heißt trotzdem nicht, dass es nicht extrem geil werden kann, wenn wir mehr Tests versuchen. Also jetzt einfach mal 3 Zombieschweine. Oh, die beschießen sich wieder selbst. Das ist das Problem. Leute, das ist nicht gut. Hä, wieso haben die jetzt mich angeguckt? Okay, eins ist schon weg. Ah, gar nicht gut. Ja, der letzte Überlebende. Wo schaut ihr eigentlich hin? Hä, da ist nichts. Hä, er hat ihn einfach rausgeboxt. Ja, wow, es geht nur noch eher auf... Hä, was geht denn jetzt ab? Wieso habt ihr kurz auf... Ja, klar, ihr macht während dem Kampf einfach alle Pause. Dann seid ihr weird. Ey, Junge, du hast es geschafft. Du wurdest aus dem Ring rausgekickt. Jetzt bleibst du auch da draußen. Ja, okay, das war funny. Da hatten die kurz einen Timeout, denke ich. wir spawnen jetzt noch mal ein paar mehr Plünderer. Weil 3 haben echt nicht gereicht. 3 Schweine. 3 Zombie-Schweine. Ihr dürft das das Schweinefleisch übrigens einsammeln. Ihr habt's verdient. Ihr habt gut gekämpft. War hart, war halt schon hart unfair. Reicht es, Freunde? Okay, wir spawnen jetzt einfach mal ein paar Schweine. Aber es müssen halt schon einige sein, damit ihr irgendwie eine Chance habt. Oh mein Gott! Oh, die Schweine werden so auseinandergenommen. Aber die nehmen sich... Oh, schon wieder. Ihr nehmt euch alle komplett selbst auseinander. Schau, die da hinten, die beschießen ja die da vorne. Mann. Ihr müsst euch besser verteilen. Junge. Oh,
Ey, die Zombie-Schweine, die rasieren die alle weg. Oh mein Gott, ihr habt Babys? Die Babys greifen euch auch an? Was? Oh mein Gott, ihr seid... Okay, Freunde. Das war krank. Also erstens, dass es Babys gibt. Im Übrigen, die Babys sehen voll süß aus irgendwie. Und zum... Ja, gut, der Typ da draußen wieder. Und zum anderen, dass die es echt geschafft haben. Weil ich weiß nicht, ich schätze spontan, dass ich vielleicht so 10 Zombie-Schweine gespawnt habe. Plus die Babys. Ja, gegen wahrscheinlich so 200 Plünderer. Jetzt müsst ihr euch kurz die Schweine vornehmen. Doch, das macht sogar Sinn. Jetzt muss ich nicht mal zensieren als Schimpfwort, weil das macht ja jetzt... halt Sinn, ne? Alle weg, außer die Babys. Ey, die Babys sind so viel stärker. Ja, die greifen die irgendwie auch nur halb an. Es ist ganz komisch. Ja. Könnt ihr aufhören, euch die Babys vorzunehmen? Das ist nämlich extrem illegal. Ich weiß noch gar nicht mehr, auf was ich raus wollte. Ach genau, die 1000 versus 1 Videos sind halt komplett kompliziert, sage ich jetzt mal so. Weil ich noch nicht genau weiß, welche Tiere ich gegen was kämpfen lassen soll. Was gegen was wirklich gut kämpft. Was eine coole, also was optisch ganz cool aussieht, was interessant ist. Weil Menschen kann man ja eben schlecht machen, weil die machen nichts. Die laufen einfach nur weg. Und dann ist es halt, glaube ich, kein interessantes Video. Es ist halt eher interessant, wenn die gegeneinander kämpfen. Und man dann ungefähr abschätzen kann, okay, wie viel braucht man, um das und das zu töten. Ich meine zu kuscheln. Das, worauf ihr alle gewartet habt, was ja auch im Titel steht, 1000 Plünderer gegen einen oder ein Zombieschwein. Ja, wird ja dementsprechend nicht so hart interessant für euch, denn, naja, wir haben ja gesehen, 6 Plünderer reichen aus, um einen Zombieschwein zu vernichten. Obwohl, optisch wird es wahrscheinlich cool aussehen, wenn dann alle auf dieses eine Zombieschwein gehen. Junge, dein Bogen ist verzaubert. Ey, wie krass. Es gibt also verzauberte Bögen. Ja, heftig. Also, wenn man die spawnt. Weil ich habe so viele Plünderer schon gespawnt, bestimmt schon locker 5.000, 6.000 und habe noch nie einen gesehen, der einen verzauberten Bogen hat. Also, GG. Leute, das hier sind jetzt 1000 Villager. Also, ich meine Plünderer. Und wir müssen uns beeilen, weil die despawnen bestimmt gleich wieder. Und ein Zombie-Schwein. Let's go. Da schaut ihr das an. Die Nippel, Alter. Die haben es komplett auseinandergenommen. Also, komplett. Habt ihr diese Menschen ansammelt? Und dieser eine Dude da draußen, er sieht halt nicht mal was. Schaut euch seine View an, er sieht nicht mal was. Er hat das komplette Spektakel verpasst. Bro, tut mir so leid. Lasst uns jetzt einen richtigen Kampf machen mit... Warte, kann man das so machen? Könnte ich hier jetzt... Und okay, fight! Ach nee, warte! Nee, warte, warte, warte! Nee, warte! Ihr müsst... Stopp, 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 stopp! So, jetzt! Oh nein, drückt euch doch nicht in die... Wie bist du eigentlich dahin gekommen? Die halten die aber kurz gut im Sch... doch nicht. Ich wollte gerade die Plünderer loben, dass die wirklich ganz viel, also ordentlich viel Schweine mit denen gekuschelt haben. Aber irgendwie... Ja, die letzte Überlebende. Wo bist du, Bro? Lebst du noch? Nee, du hast den Fight auch gesucht. Ich habe, gut, vielleicht, weiß nicht, 30 Schweine gespawnt oder so. Mit den Babys eingerechnet. Und die haben gereicht, um 1000 Plünderer zu zerstören. Wenn ich die Statistiken irgendwie noch finde, dann blende ich die euch gerne mal ein. Ich habe gerade getestet, diese Zombie-Schweine ein normales Schwein angreifen. Ja, tun sie. Und das könnten wir auf jeden Fall auch mal machen in einem Video. Klar, wie gesagt, die Schweine greifen natürlich nicht zurück an. Deswegen wird es ein relativ einseitiges Video. Aber ist, denke ich, auch ganz witzig mal zu sehen, wie normale Schweine gegen Zombie-Schweine kämpfen. Ja, ist wahrscheinlich ein relativ kurzes Video, weil es wieder sehr spontan war, weil ich halt echt überlegt habe, was könnte ich machen. Das hat dann doch nicht funktioniert und dann muss ich was anderes. Stressig. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über ein Like und einen Kommentar sehr, sehr freuen. Würde mich sehr unterstützen. Also smash den Like-Button komplett kaputt. Im weiteren Teil. Sonst war es mit dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Into the black hole.